Scheiße, ich trainiere hier. Was geht denn hier ab? Heilern muss ich niemand. Oh, 12, 8? Really? Voll viel. Da habe ich nur so 4.000, 6.000 bekommen. Aber 12, 8 ist jetzt Hammer. Wir holen mal Yuna herbei. Die macht mal eins. Ich möchte mal probieren, ob das was bringt, wenn man Ex-Feu macht. Jetzt aber aufpassen, der Freak macht nicht Wirbelkicken, das kann echt widerlich werden. Weil ich glaube, da hat nicht richtig Damage schnell, deswegen frittieren wir erstmal den kurz weg und dann frittieren wir den anderen weg. Aber man kann auch gar nichts mehr angreifen. Egal. Aber die lassen nicht irgendwas zaubern, hartes Magie oder so. Kriegen wir jetzt eigentlich Damage, wenn der zuschlägt? Ah. Jetzt trifft er ihn, cool. Wahrscheinlich ein Feuer. Ja. Trifft. Trifft sehr gut sogar, verdammt. Hat jetzt aber echt weh. Wie kannst du das nur tun, du Drecksau? Die arme kleine Dame hat zu greifen. Ja, das ist mit Simon schon interessant zu wissen, um auf die Story kurz zurückzugreifen, dass seine Mutter sich da in Anführungszeichen geopfert hatte. Brauchen zwei Kämpfe für ein Level Up, Mann? Alter, weißt du, was hier abgeht? Bin scheiß weggelaufen, kann das sein? Nö, laufen wir dauernd einfach unten lang. Man muss es ganz einfach benutzen. Bin nur Speorit. Weil ich bin jetzt mit einem anderen Erde hochgelaufen, mit Titus. Oder wollte ich den Weg eh gehen? Was ist denn sinnvoller? Ich glaube, ich hätte da lang sollen. Egal. Nein, wir hatten noch hier zwei Pünktchen zu vergeben. Lüschen. So, hier lang benutzen. Was kriegen wir hier? Ah, Magieerhöhung, sehr schön. Titus hat auch wieder zwei. Läuft bei ihm. Oh, die Nase gerade. Echt. Mua. Dann kann ich morgen noch aufs Arbeitsamt gehen, weil ich habe am 18.12. kein krankes Tagegeld mehr bekomme. Somit hat es einem gesagt: ah, okay, geht ja aufs Arbeitsamt. Die zahlen weiter. Okay, gut, auch recht. Ist ja kein großer Stress, von daher passt es. Ja, sehr schön, ja. Ja. Okay, dann müssen wir da lang, aber da kommen wir noch nicht so lang. Ich muss nicht da wahrscheinlich da rüber eigentlich. Was? Hey, Braska. You don't have to do this. Thank you for your concern. Fine, I said my piece. Well, I haven't. Lord Braska, let us go back. I don't want to see you die. You knew this was to happen, my friend. Yes, but I cannot accept it. Auron, I am honored that you care for me so. But I have come to kill grief itself. I will defeat sin and lift the veil of sorrow covering Spira. Please understand, Auron. War da gerade nicht noch eine Kiste? Ha! Ha! Ich gedacht, das sieht aus wie eine Kiste. So. Wir machen jetzt mal einzelne Yuna. Abwehrkraft, Reflex, Anti-Z, Regena. Stufenweise, das wäre mal cool. Von dir selber? Oder bringt das nichts? Nee, das geht. Süß, 164, ich lach. Ah, doch, mach mal hartes Magie. Kannst du gleich mal zwei wegfetzen. Zweimal den. Einmal so einen, oder? Ja, ja, geht bestimmt. Zombie. Was schauen wir auf dem Anti-Z-Wirker? War ich eine Idee? Der darf jetzt eh angreifen. Aua. Das wäre aber mal eine Idee. Was passiert, wenn du mit Anti-Z? Durch zauberverwundene Zustände. Ja, mach mal. Ach, schade.
Gut, war eine Idee. Ich wollte ihn befreien, aber wenn es so nicht geht, verbrennt man halt. Bis nichts mehr übrig bleibt von dem. Tschüss. Tschüss. Sagen sie alle zusammen. Aber die Kiste müssen wir jetzt holen. Oh, 9, Alter. 9, 6. Oh mein Gott, da können wir ja leveln, bitte. 7 Stunden lang wahrscheinlich. Ja, das war jetzt Bullshit, was ich gemacht habe. Weil ich komme den Weg von Wacker nicht direkt. Ist doch mal auf. Da komme ich nur oben lang. Hier, ne? Da lang, habe ich gesagt. Dann hier lang. Wo ist denn Wackers Weg zum Teufel? Hä? Was habe ich mir damals gedacht? Habe ich was geraucht? Auen, auen. Ah, da unten wäre dann Wacker gewesen. Ah. Ja, beweg dich kurz eins zurück. Weil warte mal bis in den zweiten, also vielleicht geht es dann besser. Ja, zurück. Zurück, 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 zurück. Ah, da ist die Kiste. Sehr schön. Level 3 Sperro. Verarsch mich nicht. Da oben ist nicht einer. Dann komme ich daran und bestechen. Achso, das ja, nee, ist egal. Da ist ein Level 4 Sperro. Pass haben wir inzwischen ja auch. Aber gut zu wissen, da haben wir schon mal Level 3er Sperropass, den nehmen wir uns auf für eine passende Situation. Ich glaube, hier sind noch ein paar Leute verletzt, kann das sein? So, heilen wir dich mal kurz. Lulu! Ui, der hat aber viel. Ui, der hat sehr viel. Wir können maximal knapp 10.000 Damage machen. Und das macht man leider mal. Das ist jetzt aber schlecht. Retarhieb. Immun. Schlecht. Oh oh, block mal. Autsch. Probieren es mal aus. Vielleicht bringt's was. Ja, ich glaub's nicht. Ich vermute mal, der wird immun sein. Ja. Scheiße. Weißmagie, Vigra. Was? Nein, das war der falsche Zauber. Was habe ich getan? Oh fuck. Ja, komm, halt die Gruppe durch, ist egal. Aha. Oh nö. Dann wird da gegen Gravitas immun sein. Warte. Ah nö, funktioniert sogar, sehr cool. Hätte ich jetzt aber echt nicht vermutet, dass gegen Gravitas nicht immun ist. Dann tauschen wir kurz mal aus. Dann soll. Ja, komm, lass mal Riku kurz antanzen. Gravitas. Gravitas zweimal. Und dann kannst du ihn schon mal richtig runterprügeln. Weil da kommt es ja nicht auf die Stärke, meine ich, drauf, auf die Magiestärke, sondern auf den Effekt selber. So, Spezial, Hades Magie, Feuer. So, dann müsste jetzt weg sein, dann war's das. Fuck that shit. Bin ich mal gespannt, wie viel Leben, Leben, AP das gibt. Erfahrung zu finden. X. Und? 6? Alter, sind sie mal zu kämpfen. Finde ich jetzt aber echt low. Haben wir 6000? Für einen Kerl mit 43? Shit, was geht? Auch rumlaufen zur Kiste. Heb auf. Oh, Fortuna Speorit. Sehr schön. Selten ist ob hier höckt. Da ist nix. Ich drücke A nämlich die ganze Zeit. Aber wir müssen herausfinden, oder ob da irgendwas sein könnte. Theoretisch. Speicher Speorit. Are the trials ahead? Probably. Here too, huh? Give me a break. I was expecting, you know, parades and fireworks. You can ask for them after I defeat Sin.
Jetzt erklärt sich aber auch langsam die ganze Geschichte. Trotzdem verstehe ich nicht, warum Seymour so verbittert ist. Klar, seine Mom tot und so weiter, weil sie eine Beschwörer oder weil sie zum Asra geworden ist, wie es nun mal heißt. Hä? Ich dachte hier, das wäre eine Prüfung oder so. Hä? Ah! Jetzt? Okay, hab's. Ach, jetzt sehe ich es gerade am Boden vom Muster her. Ich brauche hier. Dann müsste es das hier sein. Oh, war es doch nicht. Oder doch? Das war richtig. Dann das. Okay, brauchen wir auf jeden Fall auch. Dann das hier oben. Auch das Grüne. Was soll eigentlich das sein? Hey, passt. Okay, also ein bisschen einfach. Oh, oh. Hä? Da kann man jetzt nichts mehr machen, oder? Aha. Ah, es gibt noch mehr Rätsel. Aber hier nicht. Im nächsten Raum jetzt, oder wie? Oh, yes. Da haben wir das erste. Das ist es nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Wobei das vielleicht. Nope, war falsch. Dann machen wir dich. Ah, die Form rauszuerkennen ist schwer. Was ist das? Oh, war falsch. Juhu, wieder gelöscht. Also unten haben wir noch was. Da haben wir dich. Dann wird das aber eine passende Form sein. Aber nur so ein kurzes. Ah ja. Dich brauchen wir nicht. Dich auch nicht. Das wird eine andere Form sein. Das könnte eine passende sein. Hab ich schon, verdammt. Ach komm, das ist doch Käse. Aktivier mal wieder. Aktivier das da oben. Ich glaube, müssen wir einfach ein bisschen rumlaufen, rumexperimentieren jetzt. Was? Nein, das war's falsch. Was bist du? Bist auch so eins. Ah, super. Bist du? Ja, dich brauchen wir. Dann brauchen wir dich. Dich brauchen wir nicht. Dich? Brauchen wir nicht. Das Gegenstück dafür. Das war das Rote, aber. Ein weißes. Ah! Auf jeden Fall brauchen wir dich. So. Dann haben wir dich. Dann brauchen wir dich. Dann brauchen wir dich.
Dich? Dich? Nein, das war auch schon was falsch. Nee, mein Fehler, sorry. Das war's nicht, auch nicht. Dann können wir dich aktivieren kurz. Was machst du eigentlich? Ah, das gleiche. Super. Einmal. Zweimal. Dann brauchen wir das Gegenstück hier für kurz. Dich. Dich. Okay, wartet. Was fehlt jetzt? Wir haben dich. Wir haben dich, wir haben dich, wir haben das da oben. Da drüben ist das L, dann brauche ich nur das andere, also das richtige L, das auf dem Kopf steht. Eigentlich das hier. Ah ja, perfekt. Juhu! Wir haben es geschafft! Ah nö. Ich rieche den Braten gerade wieder zurück. Das nächste, noch ein für Spiriten. Oh oh. Ah, Gedächtnis sei Dank. Yay. So, das müsste das hier drüben sein. Machen wir zwei Ecken, die so nach unten gehen. Das war mal das hier. Dann brauchen wir dich. Dann brauchen wir dich nicht. Dich aber. Also ein liegendes L, das ist ein Z, das ist was anderes. Dich brauchen wir nicht, oder? Doch, dich brauchen wir. Das Grüne nämlich, genau. Da fehlt uns jetzt nur noch so ein L. So ein komisches. Könnte das hier sein? Das Gegenstück da dafür. Das vielleicht? Ja, perfekt. Juhu, ey, das müssen wir so ein paar Mal machen, du. Oh Gott. Brauche ich einen Spioriden dafür. Den vielleicht? Ja, nimm mal raus. Ist jetzt. Ne, warte mal, nichts zu. Nimm mal mit. Was passiert, wenn wir da drüben reinstecken? Ja, setz mal ein. Ah ja. Sehr schön. Ah, okay. Dann müssen wir da Aufgabe erledigen und dann kann man den Spiriten rausnehmen und das einsetzen. Da haben wir das nicht alles gelöst. Das heißt, wir brauchen nur 4 Stück machen, keine 6. Ach du Schande. Okay, hab's Angst bekommen, das Spiel fällt ja auswendig. Oh Mann, ihr seid solche Freaks. Wer so eine Idee gekommen ist. So, dich. Dich. Pass mal kurz auf. Dann warst du noch einer. Und da unten war nicht noch einer, das war der hier. So, dann haben wir die schon mal. Dann brauchen wir dich wieder. Dann brauchen wir so ein Eck über Kopf. Schon so ein langgezogenes L, das wird das aber nicht sein. Und ich meine, das eine war es auf jeden Fall, ne? Ja, genau. Das wird's nicht sein von der Form her. Das auch nicht. Wo könnte es sein? Das, ja, das ist so hier oben. Das hier. Juhu! Tetris-Spiele! Final Fantasy, du. Nee. Boah, jetzt noch eins und Hammer's. Dann gucken wir kurz noch den Raum ein bisschen um, weil das kommt mir ein bisschen mysteriös rüber. Ich
möchte nicht schon wieder eine Schatztruhe mit einer eventuell epischen Waffe vergessen oder einem Stück, das wir noch ach du Scheiße brauchen könnten. Also erstmal dich. Dann dich. Ah ne, das war das weiße Feld. Nein. Es wird nichts gelöscht. Sehr schön, danke. Boah, ich hätte gekotzt. Jetzt alles normal. So. Und so. Das L war... Nicht das hier. Das war. Brauche ich auf jeden Fall nochmal. So, wir haben nochmal ein rotes. Das war das hier am Eck nämlich. Das normale Z brauchen wir, das was verkehrt rum. Was das? Ne, es war ein weißes Feld. Ach, scheiße. Ja, dich brauchen wir. Dich brauchen wir, dass wir nicht alle Drähts aktivieren von denen. Das weiße Feld, ich brauchte mal ja. Ist auch ein weißes Feld. Braucht man dich. Dich da hinten. Verkehrt rum ist Z. Komisches Ding. Das, ach, das war das blaue L, genau. Haben jetzt 1, 2, 3, 4. Zack, zack, dann war das andere Rode. Jetzt macht das Z. Müsste das hier sein. Yo, läuft. Huck, okay. Ist nicht schwer, muss ich nur die Sachen merken. Ein bisschen rauserkennen, was was ist. So, es gibt den Spiriten, Herr du Freak. Ja, raus damit. Meint. Aber wartet mal kurz, ich habe noch eine Jacke gerade einmal. Leicht erkältet und so, als wird es gerade echt warm hier drin. Oh, sorry, bin jetzt mitgestoßen. Mein Fehler. Aufpassen, nicht den Controller runterschmeißen, Boogie. Nicht den Controller runter. Sorry, jetzt. So, Hammer's. Ach, schon, ja, angenehmer. Wobei, es ist kalt. Da ist man so doof, wenn man krank ist. Man will nicht schwitzen, man will aber nicht frieren. Das ist alles Käse. Und last but not least. Ich hoffe, das müssen wir uns nicht merken. Links, rechts, Mitte, oben, links, rechts. Okay, hier ist ein Speicherspiel auf einmal aufgeploppt. Sehr interessant. Hat ja nur 13 Minuten gedauert. Zum letzten Mal speichern. Was? Zu jung für den Scheiß. Prüfen wir erstmal Bio und dann mit Vollgas drauf. Shit. Süß. Oh, nein. Nein. Ich sehe uns gerade tot. Ich sehe uns gerade echt auch schon tot. Was? Ausweichen? Ihm niemals frontal gegenüberstehen. Mittels Position. Ach so.
Tschüss, Lulu, Rico. Jo, sag es, Nerd. Okay, dann wissen wir das schon mal. Schwarzmagie. Dann wissen wir. Okay, okay. Die holen wir gleich wieder zurück, das Mädel. Hadesmagie, Feuga. Feuga. So, dann frittieren wir den kurz weg. Und Auron soll sie kurz wiederbeleben. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ist nur eine Taktik notwendig. Jetzt dreht er sich wahrscheinlich. Vollidiot. Sepp. So, die Kleine mal wieder zurück. Ich hoffe, die stirbt nicht gleich wieder. Das ist doof. Autsch. Berserker. Fähiger. Ja, was passiert jetzt? Oh, oh, schlecht. Oh shit, 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 oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Doch, 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 mach erstmal kurz benutzen. Das bringt zwar nicht viel, aber erstmal HP oder Rager. Nekromamine. Oh fuck, geht er weg! Jetzt rastet sie wahrscheinlich aus und greift ihn an. Ah, du Dummkuh, stirb zugleich. Aha. Das ist aber schlecht. Ich hoffe, der Zustand hebt nicht ewig an. Ey, das ist ja voll der fucking Shit. Okay, er ist stumm, aber es bringt mir jetzt nichts. Die greifen instant an, die Freaks. Das ist jetzt gleich down. Sie sind down. Ach nein, das ist ein hässlicher Gegner. Nein, jetzt dreht er sich gleich rum. Wir sind tot. Brauchen wir Medica für sowas? Aber sie weicht weiterhin aus und killt ihn damit. Jetzt weicht sie nicht mehr aus. Gut. Ja, Schnauze, hab's kapiert. Fresse. Oh, super. Ich will nicht schon wieder trainieren gehen, Mann. Es nervt jetzt langsam. Oh, Level 3 Sperre passt? Oh, das passt ja. Da haben wir ja zwei Stück von. Juhu, Yuna kann sich bewegen. Bewegen. Dann geht's jetzt auf den Lulu-Pfad der dunklen Seite. Ach man, ich bin jetzt schon wieder drin, das kann halt wahr sein. Ich habe erst 7 Stunden gebockt. Oh nee, bitte nicht. Okay, jetzt machen wir mal kurz eins. Gruppe Yuna gegen Auron und probieren den Shit mal. Wir speichern aber nochmal kurz. So ein Dreck, so ein Drecker da. Wahrscheinlich erklären auch wieder so unendlich viel HP, das will die Sauerei. Gefühlt. Gasta oder sowas, für Gasgabis heißt. Das wäre geil, dass er langsam wird, das wäre cool. Mittelfalls erstes, sehr schön. Erstmal die Position wechseln. Bis dahin.